Auf was wartet ihr denn? Jawohl, so gefällt mir das. Yoshi, im offensiven Mittelfeld zu spielen, das ist Yoshis großes Ziel. Hoffentlich erwartest du dir da nicht zu viel. Denn in der Abwehr gibst du dir keine Blöße. Dort bist du mittlerweile eine feste Größe. Denn wenn in der Abwehr der Christbaum brennt, der Yoshi wie unser Leben rennt, ehrgeizig, zielstrebig und nur ein Ziel im Sinn. Du willst jedes Spiel gewinnen. Die Trainer sind sehr zufrieden, wie es hier steht. Mach weiter so und du wirst gehen deinen Weg. Der Levin hat beim Fußballspiel einen ganz besonderen Stil. Als Stürmer schickt der Trainer ihn vor und er hat voll den Drang aufs Tor. Er schleicht sich an das Tor heran und trifft es auch dann und wann. Kommt er vorwärts nicht mehr hin, hält er halt die Ferse hin. Clever. Und diesen Job macht er sehr gut, darum ziehen wir alle unseren Hut, also wer einen hat. Beim Training macht er sehr oft mit, darum ist der Levin auch so fit und deswegen darf er auch gleich aufstehen. Der Marcel, der Eiche. Eiche ist sehr zu uns gekommen. Hallo Marcel, du bist sofort willkommen. Recht schnell rennt er die Linie auf und ab. Macht dabei aber öfter schlapp. Was ist denn da los? Muss da mehr trainiert werden? Beim TV Hartford hast du für die erste das Spiel gedreht. Ohne dich wäre unser Trainer durchgedreht. Wer verliert denn da so schnell die Beherrschung? Ich glaube, da müssen wir aber nochmal umgehen. Nicht so viel. Ein guter Gegner. Ein guter Kegler sollst du auch sein. Beim Spiel du deshalb manchmal fehlst, das ist für uns nicht fein. Im nächsten Jahr, da zieh voll mit, dann wird's auch für dich der große Hit.